Moin Moin und herzlich willkommen zu Anno 1800. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Osterfolge von Anno 1800. Denn ihr wisst ja, über Ostern kommt ein bisschen mehr Content zu Anno 1800. Schön, dass ihr dazu eingeschaltet habt. Und vorneweg, bevor wir hier richtig anfangen, möchte ich einmal darauf hinweisen, weil das vielleicht die letzten Male ein bisschen kurz kam, dass wir ja noch ein weiteres Projekt planen. Ein Multiplayer-Projekt. Ähnlich wie dieses. In diesem spiele ich ja mit Dennis zusammen. Der ist übrigens auch wieder am Start. Aber wir haben ja vor, ein Projekt gegeneinander zu machen. Mit mehreren Mitspielern. Das heißt nicht nur wir zwei, sondern mit mehreren Leuten. Und deswegen der Aufruf an euch, wer Bock hat, wer Anno 1800 sehr gerne spielt. Egal ob Neuling, ob jemand, der schon lange dabei ist. Egal. Kann sich gerne bei uns melden. Um dann in diesem Projekt eben mitzumachen. Gegeneinander ein bisschen Anno, jeder als eigene Fraktion sozusagen, Inseln besiedeln nach seinem Motto. Und ja, dazu suchen wir eben noch ein paar Leute. Und es wäre cool, wenn sich so der ein oder andere vielleicht noch findet. So, genug Werbung gemacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Ostertage, das kommt noch dazu. Und jetzt gucken wir mal, was wir heute machen. Beim letzten Mal haben wir eine neue Ära sozusagen eingeleitet, denn wir haben jetzt Strom und wir produzieren ja auch schon fleißig Öl. Dennis, weil sein Wunsch war, dass wir in die Arktis fahren, dass wir da forschen. Ja. Beziehungsweise, dass wir diesen Dingens machen, das kann er auch gerne dann tun. Was baust du denn hier? Die Häuser. Ach so, lol. Ich sehe das gerade gar nicht. Da? Naja. Genau, mein Ziel ist es, ich weiß gar nicht mehr, was wir noch sammeln mussten irgendwie, worauf wir warten wollten. Auf jeden Fall hatten wir ja auch den Pendler-Kai gemacht, das heißt, wir haben jetzt hier sehr viele Arbeitskräfte. Ja, in Besa machen wir später weiter und deswegen möchte ich hier gerne, ach ja, genau, dafür brauchten wir die Sachen. Die Weizenproduktion nochmal deutlich ausbauen mit Maschinen. Und die hier versorgen. Also alle die, die ihr jetzt hier seht, die sollen eine Maschinenversorgung bekommen. Das ist echt viel. Und dann gucken wir mal, wie das was wird. So, was kostet das? 20 Stahl. Ach so, wir haben gar keine Dampfmaschinen. Scheiße, ich habe die Dampfmaschinenfabrik gar nicht. Doch, die habe ich gebaut. Ist das die Motorenfabrik? Ja, ne? Ja, Motorenfabrik. Wir haben gar keinen Straßenanschluss, sehe ich gerade. Ja, was wollte ich denn eigentlich machen? Also natürlich in die Antarktis, aber auch irgendwas anderes, was mir gerade nicht einfällt. Wollt ihr nicht die Häuser weiter? So, wir machen das hier noch ein bisschen schön so. Sieht, glaube ich, cooler aus. So, dann lassen wir das mal hier entstehen. Eine Motorenfabrik. Die braucht jetzt auch wieder Stahl. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Stahlproduktion nochmal irgendwie erhöhen. Auch auf einer anderen Insel auslangen. Messing. War jetzt dumm, dass ich die schon gebaut habe. Weil erstmal brauchen wir die Messinghütte und erstmal brauchen wir überhaupt Stahl, weil Stahl ist extremst Mangelware bei uns hier. Muss jetzt erstmal. Na, okay, das ist das nächste Ziel für heute. Jetzt erstmal, ich glaube doch nicht in die Richtung der Maschinen dazu gehen, sondern ich glaube, Hauptziel ist es jetzt erstmal, dass wir genug Stahl produzieren, weil das ist extremst Mangelware. Weil es halt auch an Kohle fehlt die ganze Zeit. Wir haben aber nicht noch mehr Kohleminen, glaube ich, auf der Insel. Nicht nur eine. Das heißt, haben wir eine Insel? Hier oben ist noch eine. Da haben wir aber nicht genug Arbeitskräfte, weil die wahrscheinlich... Nee. Doch, die gehen hier drauf. Eventuell, wir haben hier die vier Inseln, ne?
ja. Gibt ja hier unten noch eine da, so eine kleine. Ich überlege gerade, ob wir noch eine Insel uns holen, von denen, die jetzt noch frei sind. Wegen den Materialien da drauf. Den Abend verbringe ich also 1, 2, 3, 4, 5 mal Kupfer und Zink. Zink haben wir zum Beispiel extremst wenig nur. Und das ist auf der Insel nochmal drauf. Ich hole mir mal die Insel. Und dann baue ich die Produktion. Ei, nur fair. Sind unterwegs. Vom Stahl aus. Und zwar wahrscheinlich einmal auch auf einer neuen Insel. Hier drüben. Als Stahl kann man halt nie genug haben. Dazu brauchen wir hier aber auf der Insel auch einen Elektrizitätswert, um das Ganze idealerweise gut zu nutzen. Ja, und ich habe nur 4 von diesen Schmelzöfen gebaut. Krass. Und ich brauche noch viel, viel mehr, wenn ich die Stahlproduktion hier erhöhe. Aber das ist wichtig, weil sonst kommen wir, glaube ich, nicht mehr weit voran ohne das Ganze hier. Straßenanschluss. Ui. Dudum, badum, da, ba, ba. Zack. Seid ihr hier glücklich? Naja, geht so. So. Ja, jetzt fehlen uns halt nur die Leute. Ja, fahr mal da rum, du kleines Schiffchen. Kurz mal hier alles ankrabbeln. Okay. Also ankrabbeln. Wie viele Schiffe haben wir eigentlich? Wir haben kaum Schiffe in
Ja, das eine könnte ich nutzen. Gandalf ist jetzt Expeditionsschiff. Ach so. Aber das habe ich, glaube ich, auch nicht berücksichtigt. Ja, nee, das war ja da schon nicht berücksichtigt. Was brauche ich für Messing eigentlich genau? Zink und Kupfer. Ah ja, genau. Das haben wir aber beides eigentlich... Nee, haben wir nicht. Haben wir das hier? Ja, das haben wir auch auf der Insel. Okay, dann baue ich das auch aus. Wir brauchen ganz, ganz viele Leute. Ich bin schon dabei gerade. Ah ja, ich sehe es. Okay, sehr gut. Ich baue hier schon alles aus. Hier fehlen die Rohstoffe. Ja, die produzieren jetzt. Vorausgesetzt, ich habe denen auch überall ein Lagerhaus gegeben. Nee, habe ich nicht, weil ich habe keine Straße gebaut. Ist Kevin. Ja, aber jetzt. Was ist denn das hier? Ach, eine Kupfermine. Ja, die brauchen wir ja dann auch. So, wir bauen mal hier die Straßen so ein bisschen aus, dass das auch schön ist. Ah, wir haben keine Steine mehr. Okay. Hat lange gehalten. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Schon wieder. Jetzt fehlt das hier an. Was? Was ist das denn? Die haben hier so roten Fahnen und sowas auf den Häusern. Wo? Mit Hugo drauf. Hier unten bei der Ziegelei. Weil in Hamburg. Warte, 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 warte. Trinken wir einen über den Durst. Hier im Fischerdorf, überall. Zumindest. Irgendein Alt. Hier, ein kleines Dankeschön für dich. Hä, hey, warte mal. Ja, das hat wahrscheinlich irgendwas mit. Hat der uns irgendwie beeinflusst? Hä, hey, warte mal, das kenne ich aber auch nicht. Es steht aber auch nirgendwo, ne? Hä, vielleicht doch irgendein Item? Ja, aber das Rathaus hier macht ja kein Dings. Kein Minus eigentlich, außer bei Brandgefahr. Nee, Brandgefahr plus. Ja, aber weil das halt nur in dem Radius ist, ne? Ja, aber hier sagt ja nichts irgendwas mit Hugo oder sowas. Hier vielleicht? Ja. Ach, das, ja. Egal, aber es scheint ja nichts auszumachen, oder? Eine Festung im Kampf gegen den Klerus, genau. Mach mal das rein. Da müsst ihr mehr Stern zahlen. Ist okay für uns. Kann das sein, dass das einfach nur irgendwie so ein Dingstyp war, dass die dann sozusagen... Gehorsam, bist du sicher, dass das dieser Typ war? Dass der nicht einfach nur so aussah? Keine Ahnung, es sah irgendwie wie Hugo aus, also. Kann ja nochmal gucken. Jetzt haben sie das wieder, weil kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube einfach, das ist irgendwer anders. Wie sieht Hugo nochmal aus? Dann Bart. Das ist irgendein anderer Dude. Okay, das ist mir neu, dass sowas da ist. Na egal, wir machen einfach das raus. Und tun wir einfach das rein. So. Nix mit roten Fähnchen hier. Mehr Steuern zahlen.
Ja, selbst schuld, ne? Auf ihren Befehl. Wenn sie halt da, Oh, wir haben keine Wurst mehr. Nein, nicht die Wurst. Wir haben auch keinen Stahl. Ich hab doch hier irgendwann ein Schiff mal hingeschickt mit Stahl. Hast du das schon ausgeleert? Ja. Oh. Wir haben einfach nicht genug. Also jetzt sollte eigentlich Stahl nachkommen, weil hier drüben haben wir jetzt zwei neue Werke. Auf der Insel. Hier drüben, das heißt, ach hier. Ja, hier hinten, ne? So, ich brauche Ziegel. Ziegel sind auch nicht da, Ich muss ja, von hier. Wir haben an allen Baumaterial, das ist selten. Eigentlich haben wir Baumaterial, habe ich immer genug eigentlich. Ja. Aber ich. Nein! Oh, nee. Jede Folge brennt irgendwas ab. Hältst du? Was brauchen die denn für die nächste Feuerwehr? Noch 9 Zufriedenheit. So. Warum seid ihr hier so unglücklich? Ba ba da da. Dam da da dam. Dam dam. Dam dam. So, das Schiffchen ist hoffentlich gleich da. Und dann kann ich nämlich hier das Dings ausbauen. Dann brauche ich schon wieder eine neue Route. Achso, ich wollte Schiffe bauen. Ah. Halt die Frage. Ah nein, wir haben gerade keine Werft. Warum das denn? Weil ich die abgerissen habe und umgesetzt hatte. Ah doch, können wir verbauen. Ich glaube, ich baue erstmal nochmal zwei. Nein, jetzt habe ich einen. Okay, alles gut. Kevin. Nix passiert. Alles anhalten. Die Hölle sendet uns. Die Pause. Mal noch nicht allein lassen. Doch, doch. 12 Stahl. Also wenn gleich Stahl da ist. Achso, Kohle wollte ich herstellen. Kohle wollte ich von der Insel hier oben nochmal holen. Und wieder Arbeitermangel. Na toll. Nee, nee. Doch. Achso, ja, das ist ja jetzt eine andere Insel hier oben. So, das heißt, da kommt die Kohle her. Gucken wir mal, was dieses Schiff eventuell mitnehmen kann. Nein, das hat natürlich keinen Platz mehr. Dann müssen wir Kohle von da nach da. Ich bräuchte doch ein größeres Schiff. Dann könnte ich das im Kreis fahren. Oder wir setzen einfach zwei kleine Schiffe ein. Das geht auch. Irgendwas wollte ich doch machen. Was war denn das? Ah, nee, das Schiff kann das noch. Nee, das ist auch schon immer voll. Wo ist denn hier die Schiffwerf hingetan? Da. Andere Seite bei der anderen. Bei der anderen. Einmal rüber. Ach, da. Hier ist. Ach, uns fehlt Holz. Holz. Ja? Können wir noch einen Clipper bauen? So mutig und so viele gerettet. Ja. Ich baue halt gerade das andere. Ja, aber wie gesagt, wir haben kein Holz. So, und das muss kommen von. Warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken, welche Inseln ich jetzt brauche. Ach ja, das muss hier fahren. Haben wir da noch ein Schiff frei? Wahrscheinlich auch nicht, ne?
vom Stapel gelaufen. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Zeitung. Kann ich gerade nicht. Ach ja, mein Gott, ey. Nichts Spannendes in der Zeitung. Toll. Was jetzt so? Stahlbeton fehlt auch, okay. Supi. Ernsthaft, ich brauche Stahl für den Kontur. Ups. Der Experte wieder unterwegs hier. Okay, funktioniert das jetzt alles so? Also die bringen jetzt die Kohle da runter, das Schiff bringt den Ding dahin und dieses bleibt so wie es ist. Schiff vom Stapel gelaufen. Neue Ziele? Schiff vom Stapel gelaufen. Bam, bam, bam. Wir müssen bald Schluss machen. Schon wieder? Ja. Ich hab gerade angefangen. Er ist gerade richtig im Fahrt gefunden. Sorry. Warum ist dieses Schiff... Achso, das bringt ja Seife hier rüber, ne? Sogar genug. So, was sagen die hier? Danke. Das ist... Was? Danke, dass du mich daran erinnerst. Seife. So, Kevin, ihr habt ein bisschen aufgeräumt. Wo? Hä? Okay. Alles entfernt hier, zack. Oh nein, warum ist denn da die Schiene kaputt? Wo, was, hä? Da konnte der Zug nicht mehr durchfahren. Oh, deswegen haben wir auch kein Öl mehr auf der Insel. Also schon noch, aber ja. Mann.
So, jetzt haben wir auch wieder Arbeiter. Zurück. Was wollte ich nochmal machen? Seife. Oh, ich vergesse das immer. Fehlt nicht mehr viel. Okay, nice. Brauch noch ein bisschen Geld, dann können wir noch einen Anteil von ihm hier kaufen. Naja, das ist gut. Okay. Knapp's voll? Nee, warum ist das hier mit dem Schiff? Was ist hier los? So, da fahren zwei Schiffe. Wie viel Brot haben wir hier auf der Insel? Oh, fast voll. Willst du etwas kaufen oder suchst du meine... So, dann machen wir das noch und dann machen wir gleich Schluss, wenn das hier vielleicht jetzt noch gebaut werden konnte. Kupfermine und das Emporium X. Ding. Benötigt deine Dienste. Sehr schön. Geworden, was du zu tun hast. Das kann dann also gut funktionieren. Erwarten neue Horizonte. Theoretisch sollte dann die Produktion der Dampfmaschinen auch bald starten. Ja. Also der ersten. Sobald jetzt das erste Schiff hier angekommen ist. Wenn wir Stahl haben. Wir Stahl. Haben wir. Sieht beschäftigt aus. Da den einen. Oh, jetzt produzieren wir hier drüben auf jeden Fall gut Stahl. Ich muss mich erstmal hinsetzen. Du, ja, setz dich erstmal hin. Du bist Erneuerung. Okay. Ja, ja, ja. Haben wir hier genug Fisch auf der Insel eigentlich? Tatsächlich. Das heißt, das können wir hier nochmal schnell abreißen. Hätten wir nicht genug Probleme. Hey! Schiff vom Stapel gelaufen. Das ist nicht meins. Oh, das ist meins. Hallo. Ich hab drauf geklickt. So, jetzt hier. Ich weiß, wir müssen Schluss machen. Hallo, ich muss aufhören zu bauen. Ich kann gerade nicht aufhören zu bauen irgendwie. Aus Gründen. Fällt mir gerade sehr schwer. Ich werde aufhören. Nein! Hui, aus, doch. Moment!
Nein, es passt noch nicht. Fang ich gleich. Nee, jetzt habe ich jetzt meine Quest hier. Nein, jetzt nicht mehr. Wer Betrug? Hallo, warum kann ich denn. Mit welcher Taste kann ich das Gebäude umschalten? Hä? Warum geht das nicht? Hä? Hallo. Sorry, war falsch. Wollte ich nicht. Jetzt. Steuerung. Jetzt können wir Schluss machen. Nein, jetzt muss ich gerade kurz was schauen. Wie schalte ich das Gebäude um? Gerne. Weiß ich gar nicht. Warum geht das nicht? Kein Gebäude denn? Erscheinung ändern. Shift V. Hä, als ob das auf einmal Shift V ist. Das war doch mal nur V. Ah. Hey, was ist da gerade passiert? Hallo, Mann, Junge! Stimmt. Hä? Nicht da Blödsinn machen. Hallo. Okay. Hallo! Da muss ein richtiger Hafen bleiben. Ich glaube es nicht. So. Okay, jetzt können wir Schluss machen, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Und vielleicht ja sogar mit... Jo, wie viele Leute da arbeiten. Jo, wie das aussieht auf den Kartoffelackern. Wenn man rauszoomt und da nicht mehr die Pflanzen sind, dann sieht man die ganzen Leute da. Lol. Muss ich auch mal. Jo. Gut, Leute, das war's. Mal gucken. Ich hoffe, beim nächsten Mal können wir so dann weitermachen. Wahrscheinlich nicht im großen Stil, weil dafür werden uns die Maschinen wahrscheinlich fehlen. Aber vielleicht zu ansatzweise. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, euer Kapitzock. Bye, bye. Quod erat demonstrandum. Tschüss. Was will sie? Mein Gott.